Und ein Moinsen zum Video, das uns endlich aus der Winterpause rausholt. Eine Winterpause, die mehr oder minder ähnlich lang war. Ich glaube, 6 Tage Unterschied sind es in Summe zwischen der Sommerpause, die wir hatten, und jetzt eben der Winterpause. Dank WM hat alles ewig gedauert. Mit dem Vorbericht, Samstag geht es gegen Mainz. Ihr habt den Chris bei mir am Start. In Real Life Chris heißt er auf YouTube, ist vor allem bekannt für seine Mainz-Stadion-Vlogs und darf sich gerne mal vorstellen. Ja, also ich bin Chris, betreibe den Kanal IL Chris und ja, ich mache seit letztem Jahr eigentlich überwiegend Stadionvlogs, eigentlich nur Stadionvlogs von Mainz 05. Versuche da eigentlich, also bei Heimspielen bin ich immer dabei, versuche da auch jedes Auswärtsspiel mitzunehmen, wie jetzt auch am Wochenende, Samstag 15:30 gegen Stuttgart. Genau, wir haben uns kennengelernt, mehr oder minder über das 0 zu 0 dann, wo wir auch bei dem Stadion waren letzte Saison. Das war Stimmt, dann ja. bei uns diesmal dann auswärts der Fall. Und wir wollen so ein bisschen sprechen über das Spiel natürlich, aber auch ein bisschen die Bundesliga ankratzen nach der Winterpause, die wir jetzt hatten. Interessant ist ja auch, wir waren im selben Trainingslagerort. Wir waren beide in Marbella. Auch Testspielgegner hat sich einmal tatsächlich überschnitten. Wir hatten Luzern noch zu Hause in Stuttgart da, das war nicht im Trainingslager, haben wir 3-0 verloren. Ihr habt es im Trainingslager 5-1 weggemacht. Wie waren so das Trainingslager bei euch in Spanien? Ja, ich glaube, das hat den Leuten ganz gut getan, den Spielern. Wir hatten ja auch vor dem neuen Jahr, auch im Dezember, schon mal ein Trainingslager in Spanien, in Mallorca, glaube ich. Und ich glaube, ja, Spanien ist immer eine gute Anlaufstelle. Und ja, auch die Testspiele, du hast gesagt, 5 zu 1 gegen Luzern. Ja. Ich will ja jetzt keinen Vergleich ziehen oder so, aber ist natürlich alles gut funktioniert und auch wenig Verletzte gehabt. Und deswegen, glaube ich, sind sie auch alle da gut durchgekommen durchs Trainingslager. Und man Ja. hat gute Vibes auf jeden Fall gespürt, was man so mitbekommen hat. Ja. Kam ja auch so ein bisschen die VfB-Reporter hier auch ein bisschen an Mainz dran. Natürlich auch geschaut, was machen die jetzt im Trainingslager, wenn man schon am selben Ort ist. Testspiele sind immer so ein Ding, darf man nicht überbewerten, muss man auch nicht unterbewerten. Bei uns ist halt jetzt die witzige Drehung, nachdem jetzt Matarazzo entlassen wurde. Wir haben unter ihm eigentlich quasi jedes Testspiel gewonnen. Jetzt haben wir unter Labbadia 1 von 3 gewonnen. Ja, hat in der Liga halt unter Matarazzo auch nicht viel gebracht. Also es muss nicht heißen, dass wir in der Bundesliga auf einmal gewinnen oder verlieren. Es hat keinen großen, ja, Einfluss auf die Bundesliga. Ja, finde ich auch nicht. Wo es ein Duell zwischen Platz 16 gegen 10 ist. Wir haben 14 Punkte auf dem Konto, ihr habt 19 Punkte auf dem Konto. Bei uns ist auch immer schön, so aus Fansicht guckt man quasi nach oben. Also ein bisschen, wir sind ein Punkt hinter Platz 15, Punkt gleich mit Berlin. Und aus Vereinssicht tatsächlich steht in wirklich jeder Mail, in jeder Mitteilung steht dran, wir sind nur einen Punkt vor Platz 17. Also bei denen ist ganz klar irgendwie das Glas nur halb voll. Da ist, denen geht ziemlich der Arsch auf Grundeis tatsächlich. Deswegen hat man auch einen Labbadia geholt, sonst holt man keinen Feuerwehrmann, wenn man nicht genau weiß, scheiße, wir dürfen hier nicht absteigen. Und ihr, ja, hängt im Mittelfeld, hängt, was sind es hier, glaube ich, 4 Punkte hinter Conference League Platz auf Platz 7 und eben dann auch 5 Punkte vor Relegation oder eben auch für uns, das ist ja punktgleich 15 und 16. Im Mittelfeld, ja, wie liefen so die Saison bisher? War das so zu erwarten oder hat man irgendwo was liegen lassen? Ja, also im Grunde genommen, glaube ich, mit einem Mittelfeldplatz. Es ist ja noch nicht ganz Winterpause, aber Ja, jetzt genau. Ja. vor der Pause, jetzt sage ich mal, vor der langen Pause, habe ich jetzt schon persönlich mit gerechnet. Es ist einfach im Grunde genommen, du hast schon die Punkte auch angesprochen, einfach unfassbar eng beieinander alles. Ja. Also da ist die Spielbreite auch relativ groß, auch nach oben und nach unten. Und ja, die Saison war eigentlich bis jetzt, ich bin zufrieden, solide. Es kann nicht jedes Spiel perfekt sein. Es gab Spiele, wo ich natürlich mich geärgert habe, auch über die Leistung, aber im Grunde genommen, glaube ich, mit 19 Punkten, ja, bin ich völlig zufrieden. Der Saisonstart war natürlich sehr, sehr gut mit Ja. vielen Punkten zum Start. Ich glaube, 7 Punkte aus den ersten 4 Spielen oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber dann hatten wir wieder so ein kleines Tief, dann wieder so ein kleines Hoch. Das ist also wie so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Dann hatten wir auf einmal 5-0 gegen Köln und dann wieder Ja. drei wirklich krasse Niederlagen, wo wir auch hoch verloren haben. Und deswegen, ja, ist schwer einzuschätzen, aber ich bin eigentlich im Grunde genommen sehr zufrieden mit der Saison. Hatten jetzt auch ein letztes gutes Spiel gehabt gegen Frankfurt, wo wir unentschieden gespielt haben, wo wir Genau. auch eine sehr, sehr große Leistungssteigerung aus den Spielen davor gesehen haben. Ich meine, wir haben davor gegen Schalke verloren. Da hat man auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gesehen, deswegen bin ich recht zufrieden und ja, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, aber Mittelfeld nimmt man mit. Ich würde Ja, gerade auf jeden gerne, Fall. ich würd gern tauschen mit Platz 10. Also da, das ist auch klar. Aber du hast doch richtig gesagt, wir haben noch 2 Spiele in der Hinrunde noch vor uns.
am 15. Spieltag haben wir aufgehört tatsächlich vor der WM. Das ist dann bei uns natürlich erstmal Mainz und danach letzter Spieltag ist es für uns dann Hoffenheim auswärts in der englischen Woche, die da kommt. Wir haben ja direkt das komplette Programm. Wir haben jetzt zwei englische Wochen am Stück. Zuerst Bundesliga, ja, dann Pokal. Und bei euch wartet der BVB dann noch an Spieltag 16, wenn ich es gesagt habe. Nee, andersrum. 17. Genau, BVB ist 17, da hat er noch Leipzig, genau, Leipzig. Oder habe ich mich da auch verguckt? Ich glaube auch verguckt. Also danach spielen wir gegen Bochum nach Dortmund. Ah, genau, so rum. Wir spielen gegen Leipzig auswärts nach der englischen Woche. Ihr spielt gegen Bochum zu Hause. So rum war das. Das viele, viele Terminierungen. Ihr wart in der einen Saison, 2021 müsste es gewesen sein, auch ganz tief unten drin. Und dann kam Bo Svensson. Dann kam noch Platz 12 am Ende, letzte Saison Platz 8, jetzt aktuell Platz 10. Wie sieht da der Weg aus? Ist das jetzt eine Saison, wo man den nächsten Schritt machen sollte dann oder sich den nächsten Schritt erhofft? Oder sagt man, ey, ist okay, da können wir bleiben irgendwo zwischen, vielleicht mal einstellig, aber halt von mir aus auch Platz 11? Ja, also ich kann da nur von mir sprechen. Diese Saison, wo Bo Svensson dann kam, ich glaube, die ist nicht nur den Mainzern-Fans im Gedächtnis geblieben, sondern auch der Fußballwelt in Deutschland, ja, weil ich glaube, das war schon sensationell, was da dann gelaufen ist. Das Jahr danach, letzte Saison, waren wir einstellig. Ja, genau. Und ich glaube, ich kann da nur aus meiner Sicht reden. Ich hänge da dieses Aushängeschild, wir müssen jetzt unbedingt da einstellig sein, nicht so hoch. Ich weiß, und davon gehe ich aus, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, auch wenn es relativ eng wird, also eng bleiben wird, das glaube ich schon, von den Punkten her, weil einfach die Liga im Moment sehr ausgeglichen ist. Aber ich glaube einfach, dass wir da halt nichts mit zu tun haben. Und ja, nach oben ist ja bekanntlich immer alles offen. Ich nehme da einfach alles mit. Aber ich bin da realistisch, wenn wir im Mittelfeld landen und ich sehe Mainz im Moment auch noch so eine Mittelfeldmannschaft, dann nehme ich den 10. mit. Wenn es mehr wird, dann ist es halt einstellig. Aber ich habe da jetzt nicht so große Bedenken, dass wir, wie gesagt, mit dem Abstieg zu tun haben. Und Luft nach oben ist ja immer. Ja, da kann man, glaube ich, ganz entspannt rangehen. Wenn ich auf transfermarkt.de geschaut habe, dann habt ihr ein paar Verletzte, die dastehen. Burkhardt, Leitsch und Isivo zum Beispiel. Das stimmt ja auch meistens nicht 100%. Da steht auch zum Beispiel dran, wann sie zurückkommen. Sind die wirklich verletzt? Steht ihr da gerade in der Offensive dann auch so spärlich da gerade? Also Burkhardt ist ja schon gefühlt die ganze Saison verletzt. Er hat sich ja vor der Saison verletzt, war dann lange raus. Das haben wir natürlich auch gespürt im Sturm. Ich meine, wir haben, glaube ich, 19 Tore oder so nur geschossen. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Ja, 19 Tore ist halt relativ wenig. Ja. Wenn man letzte Saison sieht, Doppelschirm mit Onisivo, das hat halt schon einfach funktioniert. Das hat einfach gepasst. Und wenn da einer wegbricht, dann fehlt das natürlich. Bei Onisivo weiß ich nicht, ob es einfach vielleicht eine kleine Verletzung ist. Ich weiß von Zentner, dass er ausgefallen ist, dass er nicht bei Hoffenheim beim Testspiel jetzt dabei war. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich glaube, dass es nur kleinere Verletzungen bei den beiden sind. Bei Burkhardt glaube ich schon, dass der gegen Stuttgart auf jeden Fall nicht dabei sein wird. Und ja, ich glaube schon, dass das, wie gesagt, wenn Burkhardt länger fehlt und halt auch nicht mehr an diese Leistung anknüpfen kann von der letzten Saison, was halt nach solchen Verletzungen immer so der Fall ist eigentlich, dass wir da ein bisschen Probleme kriegen könnten. Aber mal sehen, wie das sich entwickelt. Bei ihm ist ja auch so ein bisschen schade, dass Offenbach-Talenten, wenn halt eine Saison mal komplett wegfällt, gefühlt mit Verletzungen, der war ja auch schon mehr oder minder auf dem Sprung, vielleicht auch zu einem größeren Verein oder auf jeden Fall auf dem Sprung Richtung Nationalmannschaft vielleicht. Natürlich schade, wenn es dem da so ein bisschen durch Verletzungen verbaut wird. Ja, auf jeden Fall. Man muss halt auch, Burkhardt ist ja Kapitän auch schon, ich weiß jetzt seit ein, zwei Jahren Kapitän von der U21-Nationalmannschaft. Genau. Da hat man ja schon ein Standing auch bei anderen Clubs und da wird auf jeden Fall, glaube ich, schon ein Auge auch mal auf den Spieler geworfen. Und der hat ja auch performt letzte Saison, das muss man ja auch einfach mal so sagen. Und ist auch eine Fanliebling, also ist auch Fanliebling, kommt da aus der eigenen Jugend aber man hat halt auch gesehen, in den Spielen, wo er jetzt gespielt hat, war es halt auch einfach so, dass er halt nicht an diese Leistung herangekommen ist. Das hat man einfach gesehen, das hat man gespürt und man sieht das ja auch einem Spieler an, wenn der Spieler will, aber es geht halt einfach nicht. Und das ist jetzt beim Burkhardt im Moment relativ schwierig, das geht halt auch alles ein bisschen unter jetzt. Deswegen kann man einfach nur hoffen und schauen, dass sich das wieder ein bisschen verbessert und die Leistungskurve nach oben geht. Ja, wir haben ja im Wintertransferfenster noch quasi nichts gemacht. Wir haben halt Klimovic zurückgeholt von der Leihe und wieder ausgeliehen, Beyers zurückgeholt von der Leihe und mal gucken. Bei ihm tippe ich auch eher darauf, dass man den irgendwann noch verliehen bekommt, aber jetzt halt das noch nicht der Fall war, deswegen erst mal mittrainiert hat. Bei euch steht ein Innenverteidiger da, 2,5 Millionen aus Belgien geholt.
Das scheint dann auch so ein bisschen auch die Leitverletzung, ob es jetzt lang ist oder nicht, dahingestellt. Aber kommt da noch mehr im Winter? Braucht ihr mehr oder siehst du euch gut aufgestellt? Also im Grunde genommen sehe ich uns tatsächlich eigentlich ganz gut aufgestellt. Im Sturm, wie gesagt, wir haben halt wenig Tore geschossen, aber ich glaube halt nicht, dass wir uns da großartig verbessern müssen, weil Ingvartsen hat auch gezeigt, dass er auf einmal treffen kann und auch in der Regelmäßigkeit. Ich meine, mit Onisivo hast du immer einen guten Mann da vorne drin. Deswegen würde ich da jetzt nichts machen. In der Verteidigung Leitsch, okay, der hat aber halt auch schon so gut wie die ganze Hinrunde gefehlt. Der hat am Anfang der Saison mal gespielt und da ist ja auch immer so ein bisschen das Gerede, dass er sich nicht so wohlfühlt in Mainz und dass das irgendwie doch nicht so wahrscheinlich so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe erst gestern mal so gesehen, dass es, also Hanje Olsen heißt er ja, dass es ein Innenverteidiger ist, weil ich war eigentlich bis jetzt immer zufrieden mit unserer Innenverteidigung. Also wir hatten, klar, wir haben auch 24 Gegentore, ist noch human. Wir hatten eigentlich eine gestandene Verteidigung, die auch sehr gut zusammengespielt hat, weil Bo Svensson halt auch wenig gewechselt hat. Und ja, mit Hack und den anderen Leuten, mit Widmer und sowas und Bell hast du auch noch. Ja, hatte ich da jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass man verbessert, dass man da einen holt, aber wenn man jetzt einen Hanje Olsen geholt hat, der ja auch in einer guten Liga gespielt hat, bei einer guten Mannschaft, bin ich jetzt keiner, der sagt, dass das schlecht ist, weil ich glaube, dass der uns halt schon helfen kann, weil das einer ist, der kommt und kann halt direkt helfen und der ist auch ein bisschen älter, hat Erfahrung gesammelt und deswegen glaube ich schon, dass es ein guter Transfer ist, aber auch ein bisschen unerwartet und weitere Transfers, glaube ich, wird da jetzt auch nicht mehr viel kommen. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist da auch finanziell nicht der Spielraum da. Ja, das kommt noch Ist dazu. ja bei den meisten in dem Winter so, generell in Winterfenstern ja so oder so, Wintertransferfenstern. Kann auf jeden Fall nicht schaden, Belgien, gute Liga. Das wird schon passen. Defensiv ist bei uns ein bisschen problematisch. Mit Mavropanos, der dann auch angeschlagen war, jetzt hoffentlich wieder kann. Sosa, wie gesagt, überhaupt nicht am Start bisher, nur fit gehalten irgendwie in München, noch Trainingsrückstand. Würde mich wundern, wenn der am Samstag auftreten könnte. Jetzt Zagadou verletzt, 4 bis 6 Wochen vermutlich raus, eben auch im Trainingslager vom eigenen Mann ordentlich abgeräumt worden, bisschen übermotiviert gewesen im Training. Und dann würde ich sagen, können wir auch zum Spiel kommen. Das ist das Faszinierende am VfB, das finde ich auch einfach so schön bei uns jedes Mal aufs Neue. Es kann noch so kacke laufen, die Fans rennen da jedes Mal wieder ins Stadion. Das Ding ist ausverkauft, ist ja dieses Jahr bei uns noch was anderes, weil normalerweise passen so grob 55.000 bis 60.000 rein. Irgendwie ausverkauft heißt irgendwie ab 57, 58 vielleicht. Jetzt fehlt ja in der Haupttribüne einiges, das heißt ausverkauft ist bei uns so ab 45, 47.000, die sind auch weg. 45.500 Karten sind weg von uns aus, anderthalb kommen aus Mainz, du ja auch mit dabei. Was erwartest du dir von der Auswärtsreise? Ja, ich erwarte mir Punkte vor allem. Das ist schon mal das Erste. Ich erwarte eine geile Stimmung. Ich war auch schon zweimal im Stadion in Stuttgart, aber tatsächlich nicht bei dem Spiel, sondern tatsächlich einfach nur Stadionbesichtigung damals gemacht, als ich da war. Ich finde Stuttgart einen coolen Verein tatsächlich auch. Ich verfolge den auch sehr aktiv nebenher. Die Fans sind cool. Ich glaube, die Stimmung wird richtig geil. Und ich freue mich einfach auf Auswärtsfahrten. Ist ja auch zum Glück, ist ja auch nicht so extrem weit weg. Ist auch schon mal geil. Und ich freue mich einfach auf einen coolen Tag. Geiles Wetter, geiles Fußballspiel. Ich glaube, das ist das, was alle wollen. Und am Ende natürlich einen glücklichen Gewinner, der dann hoffentlich Mainz zu Fuß hat. Ja, Mainz ist echt nicht weit weg. Das war echt entspannt mit der Bahn auch letztes Jahr dahin zu fahren. Stimmung wird auf jeden Fall geil werden, weil wir haben einfach auch dieses Gefühl von. Also, einerseits hast du diesen Block von Labbadia, weiß ich nicht. Gibt viele, die nicht wollen. Ich habe nichts gegen Labbadia. Das ist halt ein Feuerwehrmann, der kommt. Ich finde, da haben wir noch auf diesem klassischen freien Trainermarkt von den Korkuts und Weinziers und sowas der Welt, die da auf dem Trainermarkt normalerweise zu sichten sind, ist das noch die beste Wahl mit Labbadia. Der Block wird so ein bisschen da sein, aber der ist ja meistens also diese Social-Media-Kraft quasi, ist ja auch während dem Spiel mehr oder minder ruhig oder nicht im Stadion oder wie auch immer. Deswegen Stimmung wird top werden, weil halt einfach, wie gesagt, seit 70 Tagen ist hier nichts passiert. Es ist ein Heimspiel, da werden wir die Punkte holen müssen. Also der Druck liegt natürlich logischerweise 100% bei uns, weil auswärts nichts gerissen. Letzte Saison das ganze Jahr lang kein Auswärtssieg geholt. Also es ist halt, da wird man auch in Hoffenheim Dienstagabend, wo ich auch am Start bin, auswärts. Wird auch nicht einfach, deswegen hier gegen Mainz muss was kommen. Stimmung wird, wie gesagt, wird top werden, glaube ich, aber nicht einfach. Wir haben Mainz letzte Saison zu Hause geschlagen, es war auch ein enger Ritt.
Letzte Saison 0-0 dann. Was mir so ein bisschen Hoffnung machen könnte, ist eben vielleicht so ein bisschen auch die Ausrutschgefahr wie auf Schalke eben. Auch ein Club, der unten drin steckt. Und da habt ihr auch das 1-0 kassiert unter Reis, war eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste, glaube ich. Von dem her, da mache ich mir ein bisschen Hoffnung, weil wir müssen da unten ja rauskommen. Da würde ich auch dich fragen, wer glaubst du steigt ab aktuell? Also die letzte drei. Ja, das macht man sich natürlich immer Gedanken drüber. Also ich glaube, dass Schalke es auf jeden Fall schwierig haben wird, weil da halt auch einfach wieder im Umfeld viel passiert, was nicht so passt. Und man muss es halt auch immer so sagen, so wenn es im Umfeld nicht funktioniert, dann hat es auch einfach sportlich nicht funktioniert. Ja. Und das war ja auch schon in der Abstiegssaison so. Deswegen glaube ich, dass Schalke es schwierig haben wird. Und ich glaube auch VfL Bochum. Ja. Nicht, weil es jetzt einfach die Antwort ist, die jeder gibt, sondern weil ich auch wirklich dahinter stehe, sondern weil, klar, die haben jetzt auch ein paar Punkte wieder geholt, glaube ich, am Ende, kurz vor Ende, aber ich glaube einfach, dass da am Ende ja die Luft nicht reicht für den Klassenerhalt, und ich würde es den Stuttgartern auch nicht gönnen, dass sie absteigen, weil Stuttgart, das gehört in die erste Liga, wie auch Schalke, aber Stuttgart sehe ich auf einer sportlichen Stufe, auch vom Kader her nochmal einen deutlichen Schritt vorne vor Schalke. Ja, Relegationsplatz wird schwierig. Also da wird sich, glaube ich, drum gebettelt auf jeden Fall. Ja. Ich würde mir da, jetzt werde ich wahrscheinlich vielen auf den Schritt treten, aber ich würde mir da gerne die Hertha wünschen. Ja, nochmal. dann nach oben. Also ich glaube, dass Hertha, Augsburg, Stuttgart sich da drum betteln werden. Also dass da so die engere Wahl ist. Ja. Aber Bochum, Schalke sind so meine Abstiegskandidaten. Ja, das ist auch die Hoffnung natürlich von unserer Sicht aus. Also logischerweise, Schalke, Bochum, beide geile Clubs, können wir jederzeit austauschen mit den Leipzigs und Hoffenheims der Welt, das ist ja ganz klar. Ja, aber sportlich müssen wir einfach hoffen, dass sie da unten bleiben. Bei Schalke kam ein bisschen Aufwind rein, bei Bochum kam ein bisschen Aufwind rein. Bei Schalke ist Transferfenster und Winter, was da so passiert, ist wieder auch schwierig. Der gesamte Club gerade spricht, also vielleicht ist der Aufwind da ein bisschen gestoppt. Aber das ist halt, das ist halt kein Bielefeld und kein Fürth mehr. Die haben sich noch nicht aufgegeben. Das ist die Gefahr da. Und deswegen müssen wir sehr hoffen, dass irgendwer noch runterrutscht. Ich hoffe immer sehr auf Augsburg. Sehe ich dieses Jahr aber leider auch wieder nicht. Die haben sich im Winter echt gut verstärkt mit Belgio, an dem wir im Sommer auch dran waren, an dem auch Gladbach dran war. Das ist echt nicht schlecht, was sie gemacht haben. Hertha hoffe ich auch weiter, dass sie da unten bleiben. Ich sehe eine Gefahr, dass Köln runterrutschen könnte noch. Bremen denke ich auch, dass sie noch weiter runterrutschen werden, aber nicht in eine gefährliche Zone. Und da wird auch natürlich direkt das Spiel, was wir jetzt am Wochenende haben, extrem interessant mit Bochum gegen Hertha, was parallel läuft am Samstag. Sehr richtungsweisend für beide. Gerade Bochum musste eigentlich die Punkte mitnehmen. Und da wird es also 17, 18 sind hoffentlich ein Ticken klarer noch dann auch gegen Ende der Saison. Ich glaube, um 16 wird es wahrscheinlich echt wieder wie letzte Saison bei uns. Wie gesagt, nur wegen Torverhältnis punktgleich. Ich glaube, das könnte mehr oder minder echt wieder ähnlich enden, was die Punkte angeht. Hoffentlich nicht mit uns auf 15 oder 16, sondern da darf sich jetzt von mir aus Hertha und Augsburg drum prügeln am 34. Spieltag. Aber das wird brutal eng. Und zum Abschluss natürlich unser Spiel Stuttgart-Mainz. Freuen wir uns alle drauf. Was ist deine Prognose, dein Ergebnis? Ja, also ich finde das wirklich, wir haben ja vor dem Interview schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Ich finde das schwierig einzuschätzen, weil die Pause halt so extrem lang war. Ja. Du hast auch gesagt, irgendwie fast genauso lang wie eine Sommerpause. Und das ist halt schon, das macht halt schon einen Unterschied aus, als wenn du nur 3-4 Wochen Winterpause hast. Deswegen finde ich das immer schwer einzuschätzen. Die Testspiele, klar, nehme ich jetzt ein bisschen die Wertung mit ein, aber so wirklich aussagekräftig ist das nicht. Ich glaube aber, dass wir mit einem guten Gefühl da reingehen. Die Mannschaft hat einen guten Zusammenhalt, die Mannschaft ist sehr gefestigt. Ein Spieler verloren, Niklas Tauern nach Schalke. Ja. Zumal ich jetzt wieder die Verpflichtung von Hanjo Olsen verstehen kann, weil Niklas Tauern ja ein Innenverteidiger war. Ein Spieler verloren, aber im Grunde genommen zusammengeblieben, gut trainiert. Ich war jetzt auch bei den ein oder anderen öffentlichen Trainings dabei, dass die Stimmung passt. Und ich glaube, Mainz nimmt immer so ein Stück Euphorie mit. Die Fans im Rücken, die dabei sind, das sind ja auch ein paar. Und ich glaube, die werden uns am Wochenende belohnen mit 3 Punkten. Und ich glaube, das tue ich immer schwer mit so Predictions so weit vor, aber ich glaube, dass es ein 2-1 wird. Also ich glaube, dass Stuttgart schon da ist, weil du sagst es, viele Zuschauer im Rücken,
lange Pause, da will natürlich jeder auch den Fans beweisen, dass es klappt und sowas. Und deswegen sage ich, dass es eng wird. Und Stuttgart ja auch schon eine Mannschaft ist, die auch Tore schießen kann. So ist es nicht. Und Mainz auch gerne immer welche kassiert. Deswegen sage ich 2-1 für Mainz. Und das 2-1 so kurz vor Ende, das wäre cool. Ja, ich glaube auch, dass es eng wird. Wir wissen mehr, was uns erwartet, als ihr, würde ich mal behaupten. Weil bei uns einfach, also wir wissen, Mainz ist einfach eine grundsolide Mannschaft. Die sind hinten solide, auf jeden Fall solider als wir. Gerade auch jetzt eben mit den Verletzten hinten drin. Vorne hat das teilweise echt eine eiskalte Marke von Mainz. Also da kommt ein gutes Team, da kommt ein gutes Mittelfeldteam auf uns zu. Bei uns ist eben so ein bisschen die Frage, was passiert. Die Testspiele, 1 gewonnen, 2 verloren waren es dann. Die waren alle nicht besonders. Also von der Leistung her nicht, das war so ein bisschen schleppend. Dafür muss man auch sagen, dass Abadie einfach einiges geändert hat. Der schiebt die da jetzt 3-mal in der Woche morgens um 7:30 auf den Platz, macht viel mehr Lauftraining, weil wir auch da, glaube ich, die drittschlechteste Mannschaft sind, was die Laufleistung angeht und sowas. Bringt Disziplin rein, hat das Trainingslager um 4 Tage verlängert, als eigentlich davor geplant war. Deswegen gebe ich das der Mannschaft so ein bisschen wegen Fitness und K.O. sein vom Trainingslager, aber gegen Mainz zählt es dann. Und man weiß eben noch nicht genau, wie wird das aussehen. Wir wissen so grob, wie wir spielen wollen vielleicht. Der Kader ist mehr oder minder auch klar, wegen auch wieder anderen Verletzten eben. Aber ich glaube, das wird ein bisschen eine Wundertüte für alle erstmal, was unter Labbadia passieren wird. Ich muss sagen, Mainz ist immer so ekliger Gegner. Das Einzige, was mir Hoffnung hat, ist eben einfach, weil es ein Heimspiel ist. Letztes Jahr auch gewonnen, das Heimspiel, sonst aber auch oft verloren gegen Mainz. Auch der Abstieg damals 2016 war, glaube ich, vorletzter Spieltag zu Hause gegen Mainz klar gemacht. Ja. Da habt ihr glaube ich, nach Europa eingezogen dann in der Saison. Mainz zu Hause ist ein ekliger Gegner. Ich habe ein bisschen die Furcht, dass wir uns einfach da die Zähne ausbeißen und nicht über einen Punkt hinauskommen. Das hatte ich aber auch schon bei Hertha, das hatte ich auch schon bei Augsburg in Heimspiel. Und ich hoffe einfach, dass wir auch da, von mir aus auch wieder Last Minute, das ist mir auch alles egal, auch da vielleicht doch noch diesen Lucky Punch setzen können. Den haben wir zumindest, diesen Lucky Punch, haben wir ein paar Mal gehabt diese Saison. Ich hoffe, das Glück ist nicht aufgebraucht und gehe dann von meiner Seite auch auf ein 2-1. Auch wenn das so der Standardtipp ist, aber ich glaube, es ist wirklich ein enges Spiel. Ich glaube, das macht keiner hier ganz klar am Samstag für sich aus. Ja, glaube ich auch. Zumal man auch sagen muss, die letzten Spiele, wo wir gegeneinander aufeinander getroffen sind, waren ja auch immer sehr kämpferisch betont. Also keine Torfestivals oder sowas. Und ja, wie gesagt, die schwankende Leistung von den Spielergebnissen her bei Mainz, Mainz ist eine Wundertüte. Also da kann am Wochenende, ich kann sicher sagen, dass wir hier gewinnen, aber auf einmal kann ich auch eines Besseren belehrt werden. Also ich tue mich, was das angeht, gegen solche Gegner auch wie Stuttgart, vor allem nach der langen Pause auch immer schwer mit so Tipps und so. Deswegen, es kann alles passieren. Aber wie gesagt, hoffentlich für uns, du hoffentlich dann denkst natürlich für Stuttgart. Ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du am Start warst. Und ich freue mich sehr auch auf den Vlog dann von dir aus dem Auswärtsblock. Finde ich immer sehr interessant, das zu sehen aus der anderen Richtung, wie kommt da die Stimmung rüber und alles. Wie gesagt, vielen Dank, dass du hier am Start warst und check den guten Chris ab. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns alle sehr auf Samstag. Kommen natürlich einige Videos noch im Vorlauf auf dieses Spiel. Bundesliga ist zurück. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.